Styrate Lunchkonzerte, das ist ein neues, lustiges, sehr bekömmliches Format. Da gibt es Musik mit jungen Leuten. Es wird erzählt, was gespielt wird. Es wird erklärt, was gespielt wird. Und zum Schluss des Konzerts, das immer zu Mittag ist, wie der Titel verheißt, gibt es einen kleinen Lunch, ein kleines Mittagessen, das alles hier im Palais Athens, im Hof, wenn es schön Wetter ist, was praktisch immer der Fall ist, und wenn es schlecht Wetter gibt, gibt es das hier in den Prunkräumen des Palais Athens, das ist dann etwas ganz Besonderes. Der Lunch, die Lunchkonzerte werden gestaltet von jungen Leuten, die wir eingeladen haben, uns ein Video zu schicken von ihrer Kunst, und das Publikum ist eingeladen gewesen, zu voten, welches Ensemble, welche Musiker ihnen am besten gefallen. Das ist in den letzten Wochen passiert. Es haben sich viele Gruppen beworben und es haben sich viele Publikumsinteressenten beteiligt an der intendantischen Arbeit sozusagen. Die haben geklickt, dass es ihnen gefällt. Und dann gab es noch eine Fachjury, die hat auch gewotet. Und das Ergebnis, die Summe zwischen Fachjury und Publikumsvoting, hat die 12 erstgereihten Bewerber herausgebracht, die jetzt feststehen und die wir Ihnen jetzt präsentieren können. Ich serviere Ihnen jetzt das Programm von Lunch, Styriate Lunch 2016 im Palais Athens Hof, die 12 Preisträger. Ich hoffe, dass das dann auch die sein werden, mit denen wir uns verständigen können, dass sie für uns spielen. Das muss ja noch getan werden. Das erste Ensemble, die erste Gruppe, die für uns spielt, heißt Ensemble Egeria, stammt aus Graz. Das ist ein Vokalensemble, die singen für uns zeitgenössische Musik. Das ist ganz spannend und lustig und nah. Das zweite Ensemble heißt Föhn. Das ist ein Ensemble, das aus 4 Saxophonen besteht, 4 Saxophonistinnen, Saxophonisten, und die machen auch neue Musik. Interessant in diesem Projekt ist, dass wir viel neue Musik haben und das Publikum liebt neue Musik bei uns zu Hof, zu Mittag im Hof. Das ist wirklich eine Erfahrung, die mich sehr freut. Da haben wir etwas erfunden und gefunden, was funktioniert. Block 4. Die dritte Gruppe kommt aus London, das sind 4 Blockflötistinnen. Machen auch neue Musik, also bis jetzt nur neue Musik hier am Tisch, aber das hat bis jetzt unser Publikum auch fast am besten gefallen. Dann haben wir eine Pianistin, Dorothy Kademisak, eine Wiener Pianistin, die macht ein Beethoven-Programm für uns im Hof am Klavier. Beethoven war ein zweites der Themen der Lunchkonzerte. Dann haben wir ein Ensemble aus New York, die heißen The No Gales. Oh, das ist ein großes Ensemble aus New York. Da gibt es immerhin die Möglichkeit, dass wir uns das nicht leisten werden können, weil 8 Flüge aus New York zu unserem Lunchkonzert, das könnte ein bisschen teuer werden. Da werden wir vielleicht ein Ersatzprogramm brauchen, wenn uns nichts anderes einfällt. Dann haben wir ein Trio Chroma aus Wien. Das ist ein Klaviertrio, Klavier, Geige, Cello. Das wird sich bestimmt ausgehen. Dann haben wir das Duo A und A aus Moskau. Die kennen wir schon, die bewerben sich schon zum zweiten Mal. Es sind 2 ganz fantastische Cembalistinnen aus Moskau. Das wird sehr attraktiv, sehr spannend. Und die sind ziemlich, die sind nicht so altmodische Cembalistinnen, die sind ziemlich neugierig. Ich glaube, die spielen auch Cembalo-Musik, die gar nicht für Cembalo gemacht ist. Dann gibt es ein Ensemble, das heißt Duo Piacevole aus der Steiermark, ein Duo für Klavier und Cello, die spielen ein Beethoven-Programm. Und dann gibt es Ensemble Memoirs of Music, also 3 Sprachen. Das Ensemble kommt allerdings auch aus Graz, das ist ein Barock-Ensemble. Wunderbar, Grazer, keine Reisekosten. Dann gibt es ein Ensemble, Ensemble Urstrom aus Bremen, ein großes Barockensemble aus Bremen, aus Norddeutschland. Duo Katie
und Chavez. Das sind zwei Pianistinnen aus New York. Das dürfte sich ausgehen. Das dürfte sich ausgehen. Das werden wir schaffen. Und dann gibt es zum Schluss, Quiroga Duo aus London. Ein Duo mit einer Geigerin und einem Pianisten. Quiroga. Und falls etwas nicht funktioniert, falls irgendeines dieser Ensembles nicht kann, weil sie keine Zeit haben oder weil die Reisen zu teuer sind oder weil irgendwas anderes dazwischen gekommen ist, haben wir eine Ersatzkandidatur, die Nummer 13. Das ist das Ensemble Improviso aus London, ein Barockensemble, das wir auch noch zur Nachnominierung haben. Ich denke, das wird ein buntes Programm. Neue Musik, Barockmusik, klassische Musik mit Klavier, mit Cembalo, mit Blockflöten, mit Saxophonen. Hier im Palais Athens jeweils um 12 Uhr zum Mittag und dann ein kleines Essen. Lassen Sie sich das nicht entgehen.